bin Rainer Wördemann, Leiter der Kreismusikschule Vechta. Wir haben das große Glück, Kooperationspartner des Gymnasiums in Damit zu sein. Und es ist so, dass die Blechbirds, die sozusagen das Orchester der Klasse 7 und 8 darstellen, dass wir die Arbeit fortsetzen können und seitens des Gymnasiums eine Struktur hergestellt bekommen haben, wo wir halt einfach ein Folgeorchester installieren können. Und wir möchten dadurch sozusagen die gewinnbringende Arbeit, die wir bei den Blechbirds immer schon gemacht haben, fortsetzen. Und ohne eine Struktur vom Gymnasium damit ist das eigentlich gar nicht möglich. Also wir haben das große Glück, dass wir das, was wir ab der Klasse 5 sozusagen schon auf den Weg bringen, dann fortsetzen können. Und wir erhoffen uns dadurch auch insgesamt das kulturelle Leben, was die Blasmusik angeht im Südkreis, noch weiter unterstützen zu können. Und dadurch aber auch viele Musikinteressierte zu gewinnen, die nachher eventuell auch damit liebäugeln, einen Leistungskurs Musik am Gymnasium in Damme zu belegen. Ich heiße Volker Emse und ich darf hier am Gymnasium Damme Musik machen. Ich bin der Fachobmann für die Musiker und mein besonderes Anliegen ist die Ausbildung der Bläser. Seit einigen Zeiten machen wir ja hier schon Bläserklassen und jetzt wollen wir das erste Mal versuchen, diese Bläserausbildung fortzuführen bis zum Ende der Schulzeit, das heißt bis zum Abitur. Bläserklassenunterricht ist eine besondere Musikausbildung in der 5. und 6. Klasse am Gymnasium. Und der Musikunterricht findet hier quasi praktisch statt. Das heißt, die ganze Klasse erlernt im Musikunterricht zusammen ein Instrument. Und zusätzlich wird dieser Instrumentalunterricht noch verstärkt durch Instrumentalunterricht von den Kollegen der Kreismusikschule. Neu ist jetzt das Angebot, dass auch in der 7. und 8. Klasse auf freiwilliger Basis diese Bläserklasse fortgesetzt werden kann. Das heißt, die Kinder haben die Möglichkeit, 4 Jahre praktischen Musikunterricht am Stück zu haben.